Sherlock Holmes. Die Nacht des Adlers. Gelesen von Detlef Bierstedt. Ein sehr erquicklicher Abend war mir in meinem Club beschieden. Nach langer Zeit hatte ich meinen alten Studienkollegen getroffen, Gary McFellow. Ein angesehener, zu Reichtum gekommener Arzt und nun Sponsor von speziellen Forschungen in Luxor. »Wie bist du zu Ägypten gekommen?« wollte ich erstaunt wissen. »Ein Chirurg als Archäologe?« Gary hatte sein Weinglas erhoben und lächelnd gemeint, »Archäologe ist etwas übertrieben, aber meine Kenntnisse der Pathologie sind bei Grabfunden sehr nützlich. Mein Nachbar, Professor James Allencourt, sprach mich an, ob ich ihn bei einer besonderen Ausgrabung in Luxor unterstützen würde.« Er zuckte die Achseln. »Eine Herausforderung und ein Abenteuer. Ich nahm gerne an.« Das konnte ich verstehen.